Hallo meine Damen und Herren, willkommen beim Wettangeln hier auf meinem Server Wild. Jo, ich habe ein bisschen Bock zu angeln und jo, gucken wir mal, was wir fischen. He? Ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Angel gemacht. Sie ist noch verbesserungswürdig, aber mir gefällt es schon. Oh, da ist nicht so gut zum Laufen. So, aufmachen. Ich habe es ein bisschen vergrößert, so. Mache ich mal eher dran. Dann angeln wir mal ein bisschen. Ich finde, es ist richtig cool zu angeln, wenn man alles verzaubert hat. Es geht natürlich noch nicht so schnell. Auf jeden Fall ist es lohnenswert. Ja. Schaut, wie schnell das geht. Zwei Kugelfische. Kann man ganz viele Stinkbomben draus machen. Naja, Gifttränke. Komm, Kugelfische. Als nächstes werde ich dann Alchemie machen, aber dazu brauche ich noch Lore-Routen, die habe ich noch nicht holen wollen können, haben möchten. Aber es ist cool auf diesem Server. Es ist halt schwer ein bisschen. Und manche Spieler wollen halt nicht miteinander auskommen, aber drei Kugelfisch. Gottchen, Gottchen. Ja, jetzt haben alle Knochenpferde und Angst vor den apokalyptischen Reiter. Also diese vier Reiter, die immer kommen, wenn es gewittert. Ja, und viele wissen gar noch nicht, was die Updates haben. Also sie haben noch nicht viel geschafft von den neuen Updates. Ja, werde ich euch bald mal zeigen. Ich mache ja jetzt immer wieder ein paar Abschnitte vom Server, wie ich so ein bisschen irgendwas mache. Halt manchmal ein bisschen langweilige Sachen, aber damit ihr einfach mal ein bisschen seht, dass es nicht so langweilig ist. Ich kann ja immer nebenbei reden. Weil viele angeln nicht, weil sie es immer langweilig finden, aber ich verstehe es nicht. Das ist doch cool. Oh, schaut euch an, ich habe neue Schlappen. Ich kann mich jetzt warm anziehen. Psst. Noch fast kaputt. Gut. Also aus dem Werten. Ja. Morgen früh oder so. Wieder E6 kommen. Ich muss ja das Backup laden. Und habe dann die E6 wieder verloren. Aber ja. Also ihr müsst einfach wissen, auf meinem Server habe ich immer Backups, lade sie nicht hoch, also tue sie nicht wieder laden, wenn jemand selber schuld ist am Unfall, also irgendwas passiert ist. Ein Sattel, cool. Und ich mache nicht jedes Mal ein Update, es ist meistens 4.50 Uhr am Morgen. Und deshalb, ja, müsste ich ja den ganzen Tag wieder zurücksetzen. Gut. Und ich verdächtige immer jemand. Jemand ist immer schuld. Also quetsche ich es raus, bis es jemand zugibt. Da finden es ein paar Leute halt ein bisschen böse, dass ich so ein böser OP bin. Zwei Sättel. Und deshalb, ja, gefällt ich ihn auf den Server nicht mehr so gut. Vielleicht kann ich so stehen, aber nur knapp. Auf jeden Fall bin ich ein neutraler OP und nicht einer auf jemanden Seite ist, egal wie gut ich ihn kenne, wie lange ich ihn schon kenne und egal wie alles Mögliche. Deshalb versucht es nicht, hier noch irgendwie mich zu täuschen. Ich bin wohl einer der intelligentesten OPs. Und deshalb klappt es einfach bei mir nicht. Da kommen so viele Sachen, das ist gigantisch geil. Dann schauen wir mal. Das Creeperloch ist immer noch dort.
Ich freue mich so auf manche Spiele. Die sind faul, fauler. Kleiner. Feigling irgendwie, hä? Egal wer das ist. Ja, toll, zu früh. Ja, jetzt machen wir dann noch einen Braustand, aber zuerst müssen wir das holen. Da ist noch ein Lachs. Zurückgehen in der Nacht. Lame. So was von lame. Ach Gottchen. Immer diese Angel, die verbuggt ist. Ja, dieser Schwimmer. Tja. Komm, Schätzchen. Also im nächsten Part werden wir in den Nether gehen. Und ja, bald kommt ja wieder ein Update-Video vom Server, was so gebaut wurde. Leider wurde noch nicht viel gebaut. Die Leute tun lieber jetzt gerade im Moment farmen. Ich bin auch gerade am Farmen. Wir haben jetzt eine zweite Monsterfalle, eine Skelettfalle. Und deshalb farmen die meistens für XP zum Verzaubern. Tja. Blöde Angel. Ja, da hast du aber Glück gehabt mit Fisch, sonst wärst du im See gelandet. Wieso bewegen sich die nicht mehr in der im Inventar? Das müsste auch so richtig bewegen, dass sie noch zappeln, dass man nicht laufen kann zum Beispiel, weil sie zappeln. Und dass man die Angel nicht gleich wieder reinwerfen kann oder so. Dafür geht es irgendwie schnell oder es passiert halt irgendwas, man muss ziehen. Es gibt so viele Sachen, die man noch verbessern könnte in Minecraft Angeln. Aber es ist immerhin ein bisschen spannender, wenn es so viele Fische anbeißen. Ich habe bald das Inventar voll. Eine Reihe. Ja, bin wirklich froh. Jetzt kann ich, glaube ich, kann ich die Haltbarkeit, glaube ich, auf 4 machen. Und dann noch Melting rauf tun. Jo. Ich glaube, ich mache aber Melting nicht. Weil Melting braucht ja EXP und man bekommt vom Angeln nicht gerade viel EXP. Lieber reparieren mit dem Faden und mit dem EP. Okay, kostet vielleicht ein bisschen mehr. Ja, doch, Melting drauf tun. Ich habe aber kein Zauberbuch. Das ist das Problem. Ich muss mal Zauberbuch craften. Jo, mehrere Tausende. No, dem geht. Okay. Ja, ich denke, das war genug jetzt gezeigt. Ich will es ja nicht sehr langweilig machen. Aber Fischen ist jetzt sehr lukrativ. Sattel brauche ich für meine Pferdefarm. Jo, ich werde dann spät auch noch weiter angeln. Jetzt muss ich wieder mal Champions of Regnum spielen. Sonst komme ich ja nie vorwärts. Nun gut. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß noch mit Sachen, wie zum Beispiel meinen Videos oder meinen Livestreams. Bye. Tschüss.